Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. So, wir schauen mal, was unser Bot hier macht. Wir haben natürlich noch einiges an Smaragden, deswegen können wir den auch arbeiten lassen wieder. Und wir schauen natürlich zuerst mal hier in unser Gewächshaus, das ist alles gegossen, sehr gut. Dann können wir hier einmal Zitronen einsammeln. Und es ist auch wieder Honig fertig, so wie ich das sehe. Und zwar hier hinten, sehr gut. Einmal einsammeln, die Blumen sind auch fertig. Holz brauche ich jetzt zurzeit nicht wirklich, weil das macht ja eigentlich auch mein Bot alles. Dann müssen wir mal schauen, du hast dich ja hoffentlich um unsere Tiere gekümmert. Ja, dann sammle ich auch alles ein. Wunderbar. Streichen muss ich sie auch nicht. Ich denke mal, Fische werden wir auch den ein oder anderen wiederbekommen. Alles nehmen. Moment, die Köder kriegst du auch erstmal wieder, damit wir erstmal ein bisschen wieder Fischstäbchen machen können. Ja, ich... Na komm, ich behalte mal noch ein paar. Ich behalte mal noch ein paar. So, habe ich denn hier eigentlich? Krass, jawohl. Unsere Zwiebeln sind noch nicht fertig hier. Okay, naja, das wird alles schon mit der Zeit. Denke ich mal, ein bisschen Glas ist fertig. Die Seidenrauben sind fertig. Wunderbar. Dann können wir auf jeden Fall auch zweimal Seide herstellen. Stoff glaube ich nicht, weil da haben wir keinen. Das Bier braucht noch 20 Minuten. Die Kerze braucht noch ein bisschen was. Oh, was kann man hier machen? Hier können wir ja noch andere Sachen herstellen. Wow, wunderbar. Wir müssen noch 3 Tage, glaube ich, warten bis zu der Anhörung. Und da müssen wir mal schauen, was wir jetzt erledigen. Am besten mal wieder mit den Leuten reden. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich jetzt nicht gespielt habe. I was thinking it might want a warm place to stay until the storm season is over. Okay, ich kann bei dir richtig viel Silber herstellen. Ich habe einiges eingesammelt hier. Wow. Wahnsinn. Ob ich das alles brauche, ist eine andere Sache, aber ich werde gleich nochmal zurückgehen. Und mir ein paar Fischstäbchen machen. Ich glaube, da fehlt mir dann aber auch Mehl. Jetzt, Mehl habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ah, doch. 300. Wunderbar. Oh mein Gott. Da kann ich ja en masse an Fischstäbchen herstellen hier mit den Fischen, die ich hier habe. 181, oh mein Gott. Das sind 18.000 oder so, ne? Oh Gott, die kann ich doch alle nicht verkaufen hier. Und hier auch nochmal 94, ne? Da fehlt mir ja komplettes Mehl jetzt. Oh Mann, da habe ich einiges an Fischstäbchen bekommen. Ich hoffe doch mal, am Freitag heute ist der Laden offen. Muss ich auch noch eine andere Aufgabe? Ich habe für Amira noch was, da brauche ich Granatäpfel, okay. Das Geld könnte ich das Gold könnte ich bei dir verkaufen. Da ist Marty. Hier habe ich 3. Oh, Francis und Cameron Papier. Na, das machen wir doch gleich, die Aufgabe. Komm mal her hier, ich habe was für dich hier. Guck mal. Oh, Tara, this is just what I need to make my latest statement piece pop. Thank you. Wunderbar, die Aufgabe haben wir. Wir könnten natürlich mit Angus reden, aber er ist ja eigentlich der, der Marty beschuldigt hat, ein Zauberer zu sein oder eine Hexe, ne? So, warte mal. Kai, bei dir. Können wir da irgendwas Besonderes kaufen? Limetten, Apfelbaum, eine Ananas können wir kaufen. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Seitenrauben. Schwarzer Tee, das fehlt mir noch ein bisschen. Hi, Damon. What are you shopping for today? Just stop by to say hi to Lena. She's my unofficial big sister. Damon, if you're visiting me in your free time, it means you have too much of it. It's time for you to get a girlfriend. Sei nicht so hart zu ihm. Ist es denn schlimm, Single zu sein? Ignoriere das alte Ehepaar.
come on, Lena. Stop busting Damon's chops. Maybe he doesn't feel like being in a relationship. Oh, come on. He's used to my teasing. What else is a big sister for? Thanks for standing up for me, Tara, but Lena's right. I'm used to her ribbing. But I might be ready to meet the right person. So, you're single too, right? Nee, ich bin nicht Single. Hallo, meine Liebe. Ich möchte ein bisschen Mehl bei dir kaufen. Damit ich wieder neue Fischstäbchen machen kann. Aber dazu muss ich meine erstmal komplett verkaufen. Ich habe, glaube ich, en masse an Fisch noch zu Hause rumliegen. Und ich weiß gar nicht, ob du so viel Mehl überhaupt hast. Aber ich denke mal schon. Ich denke mal, 350 sollten auf jeden Fall auch erstmal wieder ausreichen. Ich könnte natürlich noch bei dir ein paar Sachen verkaufen. Ich habe noch Zucker, ich habe Süßkartoffeln, Fenchel, Maulbeeren. Ja, vielleicht braucht man das auch alles noch. Müssen wir mal sehen. So, Sophia. Schau mal, ich habe hier was, was ich gerne loswerden würde. Ich habe hier 352 Fischstäbchen. Ich möchte die gerne bei dir verkaufen. Möchte dafür deinen Laden gerne ausräumen. Ich weiß gar nicht, hat die... Warum hat die eigentlich so viel Geld auf Lager? Das ist Wahnsinn. Das sind ja 35.000, die ich hier kriege an Geld. Das ist schon extrem. Also 35.200. Okay, also wie gesagt, vom Geld her sollte es jetzt erstmal soweit sicher sein. So, Cameron ist gar nicht da. Ich könnte natürlich auch nochmal meine Oma besuchen und könnte dort ein Blümchen draufpacken. Ein Eisenhut. Eisenhut ist eine schöne Blume. We called Francis to the circle and I know he's freaking out. I'm trying to help guide him like you did when I was an initiate. But we just don't have time to do things the right way. Uns fehlt die Zeit, alles richtig zu machen, ja. So, Cameron muss ich noch suchen. Zum Hexenzirkel kann ich dann auf jeden Fall auch noch gehen. Mal schauen. Oh, hier ist Cameron. Hier, guck mal, ich habe dein Papier, was du gerne möchtest. Oh, Tara, this is wonderful. It will help me make the Consciousness Center even more inviting. I can't thank you enough. Ja, du hast mir natürlich nur ein bisschen Geld gegeben, aber das ist nicht so schlimm. Ich werde nochmal in die Mine schauen jetzt, ob wir... Ich glaube, in der Mine haben wir eigentlich alles gefunden und eigentlich müsste ich noch in die Dämmerung gehen. Ich glaube, ich muss da meine Pflanzen ja noch gießen. So, Seetang haben wir jetzt zweimal eingesammelt. Hier oben wächst keine Pflanze. Schade, dass wir den Leuchtturm nicht reparieren können. Das wäre nochmal so eine Sache, wo ich sage, das wäre bestimmt was Feines. So, den Pilz nehme ich mit. Ich glaube, meine anderen Roboter, die sind alle noch fleißig am Werkeln. Genau, meine Miezekatze ist hier. Komm, du wirst mal gestreichelt, meine Liebe. So, du hast mir einen Kaulbarsch und Knochen gegeben. Ich bin noch auf der Suche nach dem schwarzen Tee. Wir gucken mal in die Mine. Ja, da in der Mine haben wir alles gefunden. Mehr als 20 Ebenen gibt es sowieso nicht. Hatte ich denn eigentlich hier schwarzen Tee angebaut? Das hier ist schwarzer Tee. Warte mal. Hier kann ich ein bisschen Salat ernten. Und kann sagen, ich baue hier... Was baue ich denn hier mal noch an? Süßkartoffeln, Zwiebeln, ja komm. So, das ist der schwarze Tee, glaube ich. Der braucht noch einen Tag. Rekordernte-Trank kann ich hier hinpacken. Sehr schön. Der braucht aber trotzdem noch zwei Tage. Aber wenn ich den schwarzen Tee habe, dann sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Ich muss mal hier unten gucken. Goldessenz ist ja noch fertig. Wunderbar. So, was kann ich denn hier noch machen? Kann ich hier den Whisky machen? Nee, da brauche ich Weizen dazu immer noch. Dann machen wir hier gleich nochmal Kupferessenz. So, dann haben wir den Ultra-Wuchstrank.
eingesammelt. Den kann ich theoretisch gesehen, glaube ich, nochmal machen, oder? Da habe ich sogar noch ein bisschen was. Sehr schön. Magie-Auffüllungstrank. Wir haben aber alles hergestellt soweit. Schrumpftrank brauche ich, glaube ich, nicht. Den Schwebetrank könnte ich nochmal machen. Da habe ich ja genug. Eigentlich, hier hinten. Ja, Sofortgebräupulver könnte ich sogar herstellen. Aber das hebe ich mir vielleicht einmal auf. Ich werde jetzt nochmal in die Dämmerung gehen und meine Pflanzen auf jeden Fall gießen. Ja, Gina, ich weiß, du willst noch dein Chocolate da haben. Das dauert aber auch noch eine Weile, ehe ich dir den machen kann, weil ich bin noch nicht so. Oder mal, kann ich bei dir vielleicht irgendwo noch was bauen? It's important to watch out for malcontents. But it's also important to find the malcontent inside yourself first. Maybe that was Natalia's problem. Okay, keine Bauprojekte mehr. Schade. Aber den Pilz nehme ich mit. Das nehme ich mit, die Alraune nehme ich mit, die Mandel, hier ist noch ein Pilz. Sehr schön, Amira ist nicht da. Wunderbar, hier habe ich alles. Obwohl, die Pilze brauche ich eigentlich auch alle nicht. Nein, ich will den Baum nicht schlagen. Naja gut, dann sammle ich mal das Holz ein, was hier liegt. Vielleicht habe ich auch noch Glück und kann hier die Mondblumen herstellen. So, dann müssen wir mal schauen. Wir haben ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch noch eine dritte. Wir gehen erstmal in die erste Dämmerung. Ich weiß nicht. Hier hatte ich, glaube ich, nichts angebaut. Oder? Warte mal, hier habe ich aber schon die Blumenbohnenranke hier erschaffen. Okay, warte mal, hier kann ich definitiv den Wunderwuchstrank draufpacken, dann sind die nämlich fertig hier. Dann kann ich die einsammeln. Und kann die gleich nochmal hier draufpacken. Ah, dann kann ich den großen draufpacken. Dann braucht das nämlich nur noch 3 Tage. Das braucht noch 5 Tage, da kann ich auch den großen draufpacken. Noch einen Tag, okay, dann kann ich das morgen ernten. Das braucht noch 4 Tage. Und da packe ich mal so einen kleinen drauf. So. Komm mit, meine kleine Violet. Wir sind hier erstmal fertig. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in die andere Dämmerung. Und hier kommen wir, glaube ich, ja auch noch nicht weiter. Warte mal, das kann ich einsammeln. Das kann ich nicht einsammeln. Hier muss man einmal kurz zaubern. Lassen wir hier durchkommen. So, die Bodenranke ist fertig. Hier hinten das Geheimnis haben wir ja entdeckt. Da gibt es auch nichts weiter. So, dann kann ich hier nochmal irgendwo angeln. Genau. Da bekomme ich nämlich wieder so ein schönes Fischi. Oh, und ein Rezept. Naja, mal sehen, wer zuerst anbeißt. Flasche oder Fisch? Ah, Flasche, okay. Dann nehmen wir das Rezept halt mit. Wir müssen auf den Fisch verzichten. That doesn't look like a fish. Brigadeiro. Trüffelpralinen haben wir bekommen. Okay. Lasst uns mal hier durch. Hatte ja, glaube ich. Ach nee, hatte ich halt nichts angepflanzt. Okay. Und hier hinten sind wir noch nicht stark genug, um hier durchzukommen, ne? Das schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Doesn't look like my... Hier ist mein Zauberstab noch nicht mächtig genug dafür. Kann ich jetzt nochmal angeln? Ne, jetzt kriege ich ja nicht mehr so einen Fischi raus. Na gut.
Dann geben wir einmal zurück. Füllen unsere Magie mit ein paar Süßkartoffeln auf. Theoretisch gesehen müsste ich eigentlich nochmal in den Ravenwood Forest gehen, aber die haben, glaube ich, alle ihre Läden auch schon zu. Das heißt, da kann ich auch noch nichts machen. Oder nichts mehr machen. Vielleicht aber ein paar Aufträge annehmen. Mal sehen. Wesley, das kann ich. Shelby möchte das und du möchtest das Gold. Okay, aber hier ist alles zu, ne? Und hier, guck mal, ich kann den Auftrag abgeben. This is perfect for my incantation studies. One of the few perks of my condition is that I'm rarely cold. All that extra hair is great for trapping heat. Okay, der hat ja zu, der hat seinen Laden auch zu. Ja, ich bin halt ein bisschen zu spät gewesen jetzt hier. Schade. Das heißt eigentlich aber auch, dass ich schlafen gehen muss. Ich kann noch mal schauen, ob ich hier vielleicht irgendwo... Warte mal, ich kann ja eigentlich hier... Mal, hier ist Weizen. Wie lange braucht denn der? Einen Tag. Da kann ich auch nichts mehr draufpacken. Bei dem kann ich aber noch einen Wunderwuchstrank draufpacken. Sehr schön. Dann ist nämlich der Weizen fertig. Dann werde ich nämlich gleich nochmal Weizen ansehen hier. Und habe nochmal so einen kleinen Trank. Sehr gut. Dann müsste ich ja eigentlich den Weizenschnaps machen können hier, oder? Da brauche ich eine Bohne noch. Okay. Dann habe ich hier alles hergestellt. Und hier brauche ich Tofu. Dann gleich mal ein bisschen Papier machen. Und hier brauchen wir auch Bohnen. Mache ich noch mal ein bisschen Butter zum Verkaufen. Aber ansonsten glaube ich, bin ich hier drinne auch... da ist noch ein was ich nicht bauen kann. Ja, ich denke mal, das kommt dann im Laufe der Story. Gold, Gold, Gold. Silber Essenz ist fertig und das ist auch fertig gewesen. Super. Den Rest haben wir alles. Da gibt es aber auch noch zwei Tränke, die ich vielleicht irgendwann mal brauche. Na gut, dann gehen wir ins Bett und lassen den nächsten Tag noch... Schauen uns den nächsten Tag mal noch etwas genauer an. Und so wie ich das sehe, ist auch der Weizen dort fertig. Da kann ich, glaube ich, sogar auch Weizenschnaps machen, oder? Bei Weizen habe ich, glaube ich, auch eingesammelt. Warte mal. Whisky? Jawohl. Whisky stellen wir her. Das nehmen wir mit. Sehr gut. Die Zwiebeln kann ich aber ernten. Die sind fertig. Kommen gleich nochmal Zwiebeln rein. Heute regnet es auch. Moment, der Salat ist fertig. Spinat war das ja, nicht Salat. Okay. Der Tee braucht noch. Hier ist nochmal Spinat fertig. Ich kann auch gleich nochmal Spinat rein. Bei dem schwarzen Tee. Der braucht immer noch einen Tag. Okay. Ist aber nicht so schlimm. So, Bett ist fertig. Nochmal Weizen rein. Wenn ich das sehe, die Karotten sind noch nicht fertig und der Blumenkohl ist auch noch nicht fertig. Aber hier ist Honig fertig. Hier gibt es auf jeden Fall Honigwaben. Jetzt kann ich auch die Aufgabe für Amira abgeben. Wunderbar, das sollte auch geklappt haben. Ja. Hier sind nochmal die Limetten fertig. Sehr schön, den Pilz nehme ich mit. Unkraut gibt es hier, glaube ich, nicht im Winter. So, wo ist mein Tierbot hier? Hast du dich um alles gekümmert?
Ich nehme alles mit. Aus Wolle kann ich da auch Stoff machen. Genau. Ich brauche halt jetzt noch die Bohnen. So. Stoff. Einfärben. Da ist nochmal Unkraut gewesen. Wunderbar. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich vielleicht zu Amira gehen kann. Ach, Angus ist auch... Die Aufgabe ist bei Angus auch fertig. Okay. Aber dann doch nochmal in den Ravenwood Hollow vielleicht. In den Ravenwood Forest. Sherwood Forest, da habe ich glaube ich auch ab und zu mal gesagt, oder? Das ist glaube ich nicht richtig gewesen. Kannst du vielleicht meinen Zaubertrank verstärken? Hey, Atara! So, I've been tinkering with some of those old broken down goblin machines in the mines. Uh-oh. Did you explode something? Nah. I figured out what they do. They're gem finders. You see, once we fix them, you can load them up with coal. They'll tell you where one of the gems is hidden in that level of the mine. Oh, that does sound handy. All they need is a bit of enchanted silver wire to conduct the electric charge. Then they'll be ready to go. Repariere einen Edelsteinsucher auf einen der Ebenen. Okay, Moment. Oh, das kann ich nicht herstellen. Verzauberten Silberdraht. Kann ich sogar herstellen, jawohl. Da brauche ich aber dieses Wollkraut. Okay, einen habe ich schon hergestellt. Edelsteinsucher auf der Mine soll ich... Warte mal, ihr lest gerade. Okay. Das heißt, ich muss schauen, auf welcher Ebene der Mine ich das Ding reparieren kann. Also den Draht habe ich ja hergestellt. Das ist schon mal gut. Zeigt es mir denn an, wo die sind? Das zeigt es mir, glaube ich, nicht wirklich an, ne? Wo finde ich denn diese Edelstein-Dinger hier, die ich hier reparieren soll? Ah, hier, guck mal. Ah, da brauche ich 10 dazu. Oh mein Gott, okay. Ich brauche 10 von den Dingern, um die zu reparieren. Ich habe gerade mal einen hergestellt. Das heißt, ich brauche so ein komisches Kraut da. Alles klar. Alles klar. Das heißt, ich muss ja eh nochmal in die Dämmerung gehen, ne? Okay, aber ich kann den, glaube ich, auch nicht selber herstellen. Ich kann ihn, glaube ich, auch nicht selber herstellen irgendwo, den komischen Draht, oder? Hier brauche ich Bohnen. Hier kann ich nur Glas herstellen. Hier kann ich nur Butter herstellen und hier unten kann ich das Ding auch nirgendwo herstellen. Hier ist Whisky. Kupfer, Silber nehme ich mal mit. Nee. Nee. Kann ich selber nicht herstellen. Aber hier gibt es noch irgend sowas. Das hier sieht ja fast danach aus. I need to brew some scrying. Ah ja, ich muss mal hier gucken. Hier haben wir aber auch schon alles hergestellt. Ich kann noch ein bisschen Tinte herstellen. Na gut. Morgen ist, glaube ich, die Anhörung, ne? Ach ne, immer noch 2 Tage. Gut, also übermorgen. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob Angus vielleicht da ist, damit ich dem seine Sachen bringen kann. So, guck mal hier. Ich habe was für dich. Deine Limetten. Maybe I should nickname you Sourdough. Why? Because you rose to the challenge to help me. Okay, wir sind gute Freunde. Jetzt warte mal, ich muss mal schauen, kann ich bei dir denn irgendwas verkaufen? Ja, ein bisschen was kann ich verkaufen. So. Okay,
Okay, und kaufen zeigt es mir nicht an, was ich bei dir gekauft habe. Okay. Sophia will Pilze haben, das kann ich annehmen. Muss ich aber schauen. Sophia und Amira. Sophia ist gerade nicht da. Amira müsste aber heute da sein. Hallo meine Liebe, guck mal. I have a surprise for you, but I need some cloth to finish it. Could you be a dear and anything if a surprise from you is at stake? Amira möchte dich überraschen, aber sie braucht dafür Stoff. Fünfmal Stoff, okay. You brought the ingredients I asked for. They're perfect, Moosh. Just like you. I wouldn't want anyone to stay sick when I can help. Oh, thank you. I lost my voice and couldn't hold seminars recently. Okay, also Sophia noch und fünfmal Stoff. Okay, fünfmal Stoff kriege ich hin. Sophia, wo finde ich denn dich? Okay, hier drin bist du nicht. Kann ich vielleicht bei dir sogar Stoff kaufen? Ah, du hast gerade keinen Stoff. Okay, du hast aber Samen für schwarzen Tee. Nehme ich definitiv nochmal mit. Und Sophia ist doch, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht, immer hier vorne. Die ist doch immer hier auf der Brücke, wenn mich das... ja, müssen wir mal schauen, ob wir die finden. Vielleicht finden wir hier nochmal eine Muschel. Hier könnte ich zwar angeln, aber ich habe ja meinen Angelbot dafür. Ich brauche mich mit so einem Angelzeug nicht mehr abgeben, was richtig gut ist. Und hier oben haben wir auch noch was. Sehr schön. Und dann müsste ich auf jeden Fall auch noch... Ah ne, warte mal. Sophia müsste doch... Und dann müsste Sophia hier sein. Genau, guck mal, ich habe da was für dich. You saw my request. Thanks. Okay. Beste Freundinnen, wunderbar. So, jetzt brauche ich natürlich noch mal ein bisschen Stoff. Ich habe da natürlich unten Stoff draus gemacht, was nicht so toll ist. Du hast halt auch noch nichts eingesammelt. das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Stoff. Wie viel Stoff habe ich denn eigentlich? Habe ich überhaupt Stoff? Ich glaube, das sieht schlecht aus, ne? Der bunte Stoff ist fertig und das Glas ist fertig. Stoff kann ich gerade nicht machen. Oder muss ich Baumwolle anpflanzen? Die müsste ich eigentlich bei Thomas kaufen. Baumwollsamen, die könnte ich ja dann ins im Gewächshaus einpflanzen. Mist, Thomas ist gerade nicht auf seiner Farm. Doch, der sitzt da oben. Hallo, mein Lieber. There've always been malcontents in those woods, whatever you want to call them. But it doesn't take a genius to see Sophia's not one. So, oh, hier gibt's sogar Sojabohnen. Wunderbar. Nehme ich mit. Sehr gut. Dann kann ich die ja als nächstes dann im Gewächshaus pflanzen. Da wird auf jeden Fall Baumwolle kommt da auf jeden Fall raus. Das ist sehr schön. Und Blumen brauche ich glaube ich nicht. Habe ich hier noch irgendwas, was vielleicht... Ah, das braucht nur noch einen Tag. Da kann ich aber so einen Trank draufsetzen. Dann wären die Karotten nämlich fertig. Und dann kann ich hier nämlich, Moment, auf jeden Fall erstmal Baumwolle. Und, so, ja, warte mal, die brauchen auch noch einen Tag. Kann ich auch nochmal so einen Wunderwuchstrank draufhauen. Und dann kann ich auf jeden Fall... Sojabohnen, die habe ich irgendwo. Warte mal, ich könnte natürlich schwarzen Tee. Habe jetzt meine Sojabohnen. Samen für grüne Bohnen. Das sind Sojabohnen. Okay. Jetzt habe ich natürlich hier, die brauchen 7 Tage, die Bohnen.
Es ist ziemlich lang, vielleicht kann ich da nochmal so einen Drang machen. Oh, ich wollte nochmal in die Dämmerung auf jeden Fall gehen, ja. Wollen wir erstmal schauen, ob ich hier vielleicht noch so einen Drang fertig habe. Da fehlt mir so ein Blümchen, aber hier habe ich genug. Wunderbar. So, dann geht's einmal hier zum Hexenzirkel, weil ich muss ja noch in die Dämmerung die Pflanzen gießen. Ist auf jeden Fall nochmal wichtig. Vielleicht habe ich auch noch eine... Oh, okay. What happened to our gate? Can't say. In all my years, I never thought I'd see something like this happen. Someone is trying to break into our circle. The Wraiths aren't the only ones drawn to the Wellspring's power. Our circle is still protected by the glamour, but we need to find out who did this and why. Watch out for the Journeyman. You're new and don't know better than to stay out of his schemes. Angus tries not to show it, but he carries a powerful fear within him. He's pushed it away to try to keep himself safe, I'm sure. Unfortunately, that's had the opposite effect. Okay, also unser Tor habt ihr jetzt auch mal mitgekriegt, dass das kaputt war. If my mom knew that someone had messed up the Bramble Gate, she would be livid. Wait until we find her and tell her. Okay, Damon, mit dir kann ich, denke ich mal, auch nochmal reden, oder? So, this boat I can use for interdimensional travel. Can you see it? Sure can't, and I couldn't when the boat was Hazel's either. That's how it works. Honestly, you're missing out more than me. You don't get to see my magic scooter. I'm cheered by all the fennel you've grown. Me too. Perry says it's the best thing for keeping the wraiths away. That's all well and good, but I'm talking about soup. Fennel bulbs make a mean broth. So, kann ich mit dir auch noch reden? Nee, mit dir kann ich nicht reden. Gut, dann einmal hier zur ersten Dämmerung, weil da geht es darum, die Pflanzen zu gießen. Und bei der anderen Dämmerung muss ich schauen, dass ich so eine Dinger... Jetzt muss ich erstmal niesen. Meine Güte. Okay, wir bauen aber gleich neue Blumen an hier. Wachstumstrank habe ich jetzt sowieso nicht. Das heißt auch, ich muss schauen, dass ich irgendwie meinen Zauberstab noch verbessern kann. Und es wird gar nicht so einfach werden. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da noch so ein Kraut finde, dass ich hier... So ein Draht machen kann. Genau, das brauche ich da. Wollkraut. Ah, da müsste aber eigentlich mehr wachsen, aber das will nicht so richtig. Ja, warte mal, da komme ich natürlich nicht lang. Ich muss hier oben lang. Hier kann ich aber auch nicht weiter irgendwas anpflanzen. Aber ich kann mir auf jeden Fall so einen Fischi holen hier. Wird der nicht gleich schon wieder... gibt schon noch ein Rezept. Aber diesmal muss ich den Fisch mitnehmen. Außer das Rezept kommt wieder vorher, ja. Ach, dann ist auch der Fisch wieder weg. Is that a bottle? Chicken Tikka Masala habe ich bekommen. Okay, also dort oben komme ich, wie gesagt, immer noch nicht ran, weil mein Zauberstab nicht so groß, nicht so stark ist. So, Eisenhut habe ich hier. Ich brauche dieses komische Wollkraut. Und wenn da jeden Tag immer nur eins wächst... brauche ich ja noch mal 10 Tage, um das herzustellen. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr wachsen. Naja, ich kann es nun mal nicht ändern. Aber wir haben das alles erledigt. Dann füllen wir unsere Magie noch auf und dann gehen wir schlafen. So. Ich packe ein bisschen Spinat rein. Nochmal Spinat sollte auf jeden Fall reichen. Dann geht's ab zur Farm. Und dann hoffe ich doch... Wie gesagt, ich brauche ja Bohnen und Sojabohnen. Hier brauche ich nämlich 2 Sojabohnen. Okay.
Hier brauche ich auch eine Sojaboje. Na gut. Er braucht noch 2 Tage. Dann kann ich jetzt hier erstmal nichts machen. Ich glaube, draußen war auch nichts fertig. Silberessenz ist fertig. Goldessenz kann ich nicht machen. Ja, dann mache ich nochmal Kupfer. Die blubbern noch alle vor sich hin. Hier habe ich alles hergestellt. Hier habe ich alles hergestellt. Wie gesagt, an dem Kessel. An dem Kessel, das dauert halt noch ein bisschen. Ich gucke nochmal schnell hier raus, aber ich glaube, hier draußen war nichts fertig. Der Tee, wie lange braucht der noch? 1 Tag oder erst morgen fertig, der Schwarztee. Dann kann ich, glaube ich, endlich hier dieses Getränk machen. Brauche ich aber 3-mal schwarzen Tee und Zimt. Die Formel ist fertig. Hier muss ich die Dinger reparieren. Und ein Picknick zu zweit, da brauche ich Stoff. Aber ich glaube, mein Bot hier hat noch nichts eingesammelt. Nee. Oh, die schlafen alle. Kann ich nur knuddeln. Oh, die stehen hier einfach und schlafen. Na gut. Passt schon. So, mein Holzbot wird, denke ich mal, noch Holz sammeln. Dafür ist er ja zuständig. Wo treibt denn der sich gerade rum? Aber ich denke mal, der hat ziemlich viel eingesammelt schon wieder an Holz, oder? Ich habe über 4000 Holz, also brauche ich glaube ich auch nicht. Naja, dann gehen wir schlafen. Der Tag war lang genug. Beziehungsweise die Folge ist jetzt vorbei und das war eine etwas längere Folge heute, aber das ist in Ordnung, denke ich mal. Heute ist Sonntag und die Sonne scheint und wir wachen auf und sind natürlich voll ausgeruht und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Wildflowers. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.